Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Paper Mario und die Legende vom Millionentor. Und ich bin der Geist im Abteil Nummer 4. Nein, ich bin Sandus, aber gut. Ja, da sind wir wieder, nachdem wir beim letzten Mal ja erstmal gucken mussten, wegen der Bombe. Haben wir erstmal ein Autogramm besorgt, das war dann vom Lokführer, nicht von Starty. Wir sollen Muschelohrringe finden, wir sollen Ring finden. Dann sollten wir gucken, was eine Decke zu viel ist, irgendwie ein blinder Passagier, dabei ist das ein Geist und ja. Dann sollten wir ihn sein Tagebuch holen. Eigentlich wollte er von dann gehen, aber er bleibt auch hier, weil er Spaß dran hat scheinbar. Aber ja, jetzt geben wir ihm erstmal die Decke zurück. Mario, wie war es? Vielen Dank! Damit werde ich die Nachtwache durchhalten. Schließlich haben wir immer noch nicht den Verfasser des Drohbriefes. Übrigens, bevor ich es vergesse, hier ein kleines Dankeschön für dich. Super Pilz. Verwenden. Haben wir den Trockenpilz. Abgesehen davon, ist es schon spät. Willst du nicht langsam schlafen gehen? Und mach dir keine Sorgen, sollte etwas passieren, gebe ich dir sofort Bescheid. Schließlich bin ich ein sehr erfahrener Zugbegleiter. Diese Toads, ne? Es war also nicht der Verfasser des Drohbriefs. Nun, da kann man wohl im Augenblick nichts machen. Und es ist schon spät. Gehen wir schlafen, der Zugbegleiter kümmert sich schon. Okay. Dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir Hayabubu machen. Was? Manchmal. Na guck mal, es ist geschlossen. Der hängt hier immer noch rum. Okay, der redet immer noch dasselbe. Ach, Vorbereitung für morgen, okay. Ne, haben wir ja eh nicht. Deswegen brauchen wir mit dir gar nicht erst reden. Redens. So. Gehen wir schlafen. Ja, schlafen gehen. Glimmerliner, zweiter Reisetag. Was mir jetzt noch passiert ist. LD Ausgabe 5 Rolling heute. Gute informierte Quellen berichten, dass die beliebte Wahrsagerin mehr lieblich 25 heute früh in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Besorgte Fans belagern das Krankenhaus, wo die folgende Diagnose bekannt gegeben wurde. Ein verdorbener Magen. Offensichtlich hatte mehr lieblich 8 Portionen Pilzsteak gegessen und konnte nicht vorhersehen, wie ihr Magen darauf reagieren würde. Shopping-Detektiv. Heute stellen wir vor, der kleine Laden auf der Isakusari. Erstaunlicher Pioniergeist des Inhabers führte diesen von Rohling auf die unbewohnte Insel, um hier im Einzelhandel sein Glück zu versuchen. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand getan hat. Ist wohl ganz normal, wenn man mit einem älteren Bruder aufgewachsen ist. Im Interview zeigte der Inhaber sein stolzes Lächeln und gab zu Protokoll. Wunderbar, endlich bin ich mein eigener Chef. Rezeptecke. Auch heute wieder. Kochen für Fortgeschrittene und auf dem Speiseplan steht Peach-Torte. Alles, was man braucht, ist Backmischung und an für sich. Passt ideal zur Teestunde am Nachmittag. Okay. Vergesse ich bis zum nächsten Mal. Zum Schluss. Beliebtester Newsletter von Rolling. Ey, Dean, freu dich auf die nächste Mail. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rolling. Okay. Guten Morgen. Was ist eigentlich mit meinen Ohrensteckern? Haben wir noch nicht gefunden. Die haben wir immer noch nicht gefunden. Alles klar.
Hallo Luigi. Hallo Luigi. Du kommst gerade ein neuer Fall. Also erklär Luigi noch einmal, was geschehen ist. Als ich aufgewacht, mein Koffer war verschwunden. Darin waren wichtige Geschäftsunterlagen und ein Firmenprodukt. Ich bin so gut wie gefallen, wenn das wirklich weg ist. Beruhig dich. Erstmal, es wird sich schon alles klären. Überlass das nur Luigi. Also gut. Also unser neuer Produkt, der Knallsirup. Seine Wirkung ist gewaltig. Pur benutzt kann der Toten zum Leben erwecken. Wenn man diesen Sirup aber mit Muschelkalk und Gold versetzt und etwas wartet, dann gibt es eine gewaltige Explosion. Au. So gewaltig, dass dieser Zug in alle Winde zerstreuen würde. Nichts auszudenken, wenn er in falschen Hände geriet. Dagegen wäre meine Entlassung noch harmlos. Es hat also jemand deinen Koffer gestohlen. Ich erinnere mich, dass der Koffer gestern noch da war. Und der Zug hat inzwischen nirgendwo angehalten. Und daraus folgt, der Täter muss noch immer hier im Zug sein. Ach, Blitzmerker, ey. Du hast es mal wieder geschafft, Ping. Luigi, hast du mit der Kellnerin und der Dame aus Abteil 2 gesprochen? Den beiden ist auch etwas im Zug angekommen. Die Kellnerin hat ein paar Muschelohrstecker verloren, wissen wir schon. Und die Dame Brillantie einen goldenen Ring, wissen wir schon. Luigi, der Dieb scheint zu wissen, wozu man den Knallsirup benutzen kann. Wenn er die Ohrstecker und den Ring gestohlen hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch der Verfasser des Drohbriefs ist. Also Luigi, du solltest den Täter schnellstens finden. Wenn du ihn nicht rechtzeitig findest, steht uns Fürchterliches bevor. Okay. Der Schrank ist leer. Ja, gestern war halt der Koffer noch drin, ne? Guten Morgen, auf das Autogramm werde ich gut aufpassen. Okay, du hast nichts weiter zu sagen. Schrank ist leer. Hallo, guten Morgen. Keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Und heute werden wir am Bahnhof Tulpenbach halten. Voraussichtlich gegen Abend. Okay, da sagt also nichts weiter. Wir kommen dann da also nicht mehr weiter. Vielleicht hat der Geist irgendwas mitbekommen. Warum spielen wir es mit Detektiv, ey? Guten Morgen. Und es ist nicht ein wunderschöner Morgen. Auch heute werde ich wieder etwas Feines kochen. Lalalalalala. Unglaublich, Stati war gestern sogar zum Abendessen bei uns. Aber weißt du, er gefällt mir auf der Leinwand besser. Wahrscheinlich ist das nur natürlich. Ja, er ist ja auch ein Schauspieler, ne? Normal ist er halt wahrscheinlich anders. Als Schauspieler. Okay, ich glaube, der kommt nur in der Nacht raus, ne? Schade. Ach, da ist er wieder. Guten Morgen! Was für ein herrliches Wetter heute. Kleinen Moment. Gerade voll Kratzen im Hals bekommen. Junge. Was für ein herrliches Wetter heute. So ein Tag beschwingt Körper und Geist. Ich dachte, er hat mehr zu sagen. Daneben nicht. Lässt sich irgendwie nicht öffnen. Weil so ein Tagebuch drin ist, ne? Guten Morgen, Mario. Hat der Speisewagen schon geöffnet? Ich habe mich gestern hinreißen lassen, diesen Suppentopf zu stehlen, aber jetzt sind der Koch und ich gute Freunde geworden. Was für eine schicksalshafte Begegnung. Oh Mann. Ja, das kennen wir schon. Da ist halt auch nichts Neues.
Guten Morgen, mein kühner Kavalier. Und hast du meinen goldenen Ring schon gefunden? Ich bin ganz sicher, dass du ihn finden kannst. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Hier passiert nichts. Starty. Unterlagen erhalten. Können wir gar nicht lesen. Schwer zu entziffern, aber anscheinend sehr wichtig. Gehen wir gleich mal zu Ping, ne? Aber wo ist das hier denn jetzt hin? Wir haben ihn gerade nicht gesehen irgendwo. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Heute werden wir einen Zwischenstopp am Bahnhof Tulpenbach einlegen. Okay. Vor allem, der ist so klein, das bewegt sich automatisch, das Pult. Also die Hebel drin. Ich wollte mal was anderes kurz gucken. Nö, passiert nichts. Diese komische Möwe im Hintergrund als Zeichnung. Okay. Klar. Warum halt nicht? Warum halt nicht, ne? Aber wo ist das hier denn bitte? Hier war nicht drin. Hier war nicht drin. Bei uns war nicht drin. Oder ist jetzt hier mal bei uns drin? Nö. Wo ist denn das hier jetzt abgeblieben? Hier war nämlich auch nicht. Da ist niemand weiteres drin. Aber überleg mal, wir haben bis jetzt noch nicht gekämpft, ne? Wir haben immer nur Rätsel gelöst. Ja, warte. Ich weiß, wir können uns Tipps holen, ne? Okay. Hast du irgendeine Spur gefunden? Was ist das für ein Blatt? Gibt es sonst irgendwelche brauchbaren Hinweise? Ah, das ist ein Teil meiner Unterlagen. Was? Also doch. Luigi, wo hast du das gefunden? In Abteil 1. Das ist doch das Abteil von Stati. Jetzt, wo du es sagst, ich habe ihn heute den ganzen Tag noch nicht gesehen. Er muss sich also irgendwo im Zug versteckt halten. Also, gut, Luigi, du solltest diesen feinen Stati schnellstens finden. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Wahrscheinlich in. Aber wie soll er da reinkommen, wenn er hier ganz steht? Hallo Mario, keine besonderen Vorkommnisse letzte Nacht. Das also nicht. Lass uns nach Stati suchen. Wir sollten in jedem einzelnen Abteil nachsehen. Also so wie vorher. Irgendwo muss er ja langsam sein. Ich hätte eigentlich eine Idee. Guten Morgen, Bomber. Dieser Streit gestern wegen Pongsmut. Es war ja sehr peinlich. Seit gestern hat Pongsmut viel bessere Laune. Sicherlich hat er ein positives Erlebnis. Das einzige Abteil wäre halt wirklich. Ja. In dem, wo keiner drin ist. Wo keiner glauben würde, dass er da ist, ne? Warte mal.
zum Abendessen. Es wäre halt das einzige Abteil, was leer ist. Leer, in Anführungszeichen. Also Nummer 4. Oder der ist bei uns drin, kann auch sein. In deinem Abteil scheint irgendjemand zu sein. Ich höre schon die ganze Zeit ein Rascheln. Okay, das Weite. Wieder liegt wertvolle Papier herum. Genau die gleiche Unterlagen wie vorhin. Ob der Täter wohl in diesem Zimmer war? Der Schrank ist leer. Ach was. Hab ich dich. Ah, wo kommt ihr denn her? So ein Mist, ihr habt mich erwischt. Autsch! Du bist also der Täter, verkleidest dich als Stati, um uns zu verwehren. Und dann bestiehst du einfach die anderen Passagiere. Alles ist genauso, wie ich es vermutet habe. Ich habe sofort durchschaut, dass du nicht der echte Stati sein kannst. Und natürlich auch, dass du Luigi diesen Drohbrief geschrieben hast. Am Bahnhof von Tulpenbach wäre ich geflohen. Dich als Stati zu verkleiden war ein kühner und geschickter Trick. Aber du hattest Pech. Wie konntest du auch ahnen, dass ich mich im selben Zug befinde? In der Tat, mein Superhirn entgeht nichts. Und dabei machen wir gerade alles, ne? Klar, er hat ja gar nichts gemacht, aber ja gut. Nun gut, zunächst gibst du die gestohlenen Sachen zurück. Ein Koffer erhalten. Goldring. Und die paar Ohrstecker. Oh, mein Koffer. Und der Knallsirup. Da, bitteschön. Du hast den Koffer zurückgegeben. Oh, danke, tausend Dank. Dieser Sirup ist unberührt. Ich werde nicht gefeuert. Das war ein sehr komplizierter Fall, aber ich habe ihn in Handumdrehen gelöst. Du hast gar nichts gemacht. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Aufmerksamkeit. Unser Zug wird in Kürze den Bahnhof Tulpenbach erreichen. Der hat gar nichts gemacht. Tulpenbach. Und tschüss. Wenn ich mich von euch einsperren lasse, wird die Brunhilde ziemlich sauer. Ich habe zwar die Gestalt von Stati angenommen, aber in Wahrheit bin ich Rumpel. Eigentlich wollte ich zusammen mit Brunhilde Mario fertig machen. Aber da ihr mich erwischt habt, bleibt mir wohl nur eine beherzte Flucht. Den Rest wird in Brunhilde erliegen. Bis dann. Hätte ich mir einen denken können. Sollen wir kurz rausgehen? Der Ausgang ist im ersten Wagen. Ja. Können wir machen. Beziehungsweise gleich. Ich würde gerne denen erstmal die Sachen zurückgeben. Hallo. Hast du sie gefunden, meine Muschelohrstecker? Ja, hier bitte schön. Oh, da sind sie ja. Meine Ohrstöcker, danke. Ohrstöcker. Ohrstecker meine ich. Ich möchte dir das hier zum Dank geben. Ein Sternsplitter. Die haben wir bis jetzt noch nie genutzt, ne?
Es gab noch nie einen so netten Passagier wie dich. Hallo, ich bin immer nett. Wenn man Lust hat. So, dann einmal in Abteil 2 rein, ihr den Goldring wiedergeben. So. Hast du meinen Goldring gefunden? Hier, bitteschön. Oh ja, das ist der Ring, den ich verloren habe. Danke, mein kühner Held. Ich wusste, du würdest ihn finden. Nimm dies als Kleinigkeit zum Dank. 30 Münzen. Leb wohl. Tschüss. Meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab, ey. Junge, warum? Hintergrund eben. Eisenbahnen sind toll. Eines Tages möchte ich auch eine fahren. So sehr gefallen dir also Eisenbahnen. Es gibt ein großes Problem, hör zu. Irgendein Finsterling hat die Zugbrücke geöffnet. Wir können nicht abfahren. Eine Unmenge finsterer kleine Kerle ist in den Bahnhof eingedrungen. Im Keller ist der Raum, in dem sich der Schalter für die Zugbrücke befindet. Den Schrecken scheinen diesen Typen betätigt zu haben. Aber da der Schalter schon so lange außer Betrieb ist, kennt ihn keiner so genau. Und ich müsste auch die Fahrgäste informieren. Aber du kannst diesen Schalter doch bestimmt finden, Mario. Oder? Ja. Wirklich? Vielen Dank. Bitteschön, hier ist der Bahnhofsschlüssel. Sehr gut. Viel Glück, Mario. Die Luft wird schlecht, wenn man zu lange in diesem Abteil sitzt. Ich vertrete mir etwas die Beine und hole mir Appetit für das Abendessen. Der ist so verfressen, ne? Ach, das ist voll. Ach ja, wir haben ja gar nicht gekämpft in der Zeit. Wir haben ja gar nicht gekämpft in der Zeit. Hier ist nichts, ne? Luigi! Dieser Verbrecher war kein Doppelgänger von Stati. Er war ein Gespenst mit einem weißen Laken. Wir waren noch einen Moment unachtsam und da ist er uns entwischt. Übrigens, er hat etwas von einer Brunhilde erzählt. Willkommen im Teufelbach. Der Zug hält hier, um die Tanks zu füllen. Früher gab es unter der Zugbrücke einen wunderschönen Fluss. Aber jetzt ist er ausgetrocknet und die Brücke ist nur noch zur Zierde da. Okay. Gehen wir mal rein, ne? Ui, wie sollen wir da denn hochkommen? Wie vibriert das, ey? Ich geh mal hier erstmal gucken, wir sollen ja runter eigentlich, ne? Warum sind wir da eben so durchgeflitzt? Das ist ein Hebel. Okay. Und der kann wahrscheinlich nichts machen, ne? Und die bringt halt wahrscheinlich auch nichts. Wie sollen wir da denn reinkommen? So kommen wir da nicht durch. Lift zum Zückenbrücken-Schalterraum. Bitte den Liftschlüssel zurück ins Kellerbüro bringen. Ein Liftschlüssel, Schloss.
Lass uns noch den Liftschlüssel suchen. Der Liftschlüssel? Ups. Ups. Ich drück gerade ständig die falschen Knöpfe. Ah, okay. Eisenhauch. Eishauch, Eisenhauch. Nee. Was fahre ich da eigentlich immer? Ah, kann weg. Da kommen wir nicht rein. Verschlossen. Wie sollen wir denn da durchkommen? Okay, das war genau das Gleiche. Das hatten wir eben auch schon. Schade, fein ich wollte. Jetzt musst du nur noch den Schalter finden. Okay. Nichts Neues. Wir brauchen die Schlüssel, wir müssen ins Büro rein, ne? Hinter scheint auch nichts zu sein. Warte mal. Nee, da ist nix. Okay. Es hätte sein können, dass wir so ein... wo wir hoch können oder so. Nö, ist aber nichts. Ob wir halt hier sie nutzen müssen weiter? Hier vibriert er immer. Warum? Warum vibriert hier der an der Stelle immer? Diese Sounds, ey. Okay. Nee, normalerweise zeigt er ja an, ne? Wenn da was ist. Ist bestimmt auch nichts. Hä? So kommen wir hier nicht durch. Vielleicht kommen wir hier durch, wenn wir einen deiner Fähigkeiten nutzen. Ja, aber welche? Meine meiner Fähigkeiten nutzen. Wir können uns halt damit nicht bewegen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Probieren wir mal. Ich gehe mal speichern einmal. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, wie wir da weiterkommen. Dann würde ich sagen, werde ich hier die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Paper Mario und die Legende vom Ionitor. Bis dann. Ciao, ciao.